Ich grüße euch zum Vergleich Esquite Voyager gegen Esquite Netuno. Wo hat welches Rad Stärken? Wo hat es Schwächen? Gibt es noch Kinderkrankheiten, die auszumerzen sind? Wir werden es besprechen. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf dem ersten Blick würde man sagen, das sind zwei identische Räder, aber es gibt doch den einen oder anderen Unterschied und darauf gehen wir gleich mal ein. Kommen wir vielleicht als erstes mal zu den Gemeinsamkeiten des Voyagers und des Netuno. Wir haben eine 7-Gang Shimano Tourney-Schaltung verbaut bei beiden Rädern. Auch die gleiche Schaltung vorne. Im Originalzustand ist bei beiden Rädern ein Kettenblatt mit 40 Zähnen vorne verbaut, also ein Single-Kettenblatt. Ich habe das aber, wie ihr meine Videos kennt, umgebaut. Ich habe mich für 46 Zähne vorne entschieden, weil ich eben in der stärksten Motorstufe noch ein bisschen mitreden will. Das ist aber optional, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? Wir haben mechanische Scheibenbremsen. 160 mm bei beiden Rädern. Die Reifengröße ist bei beiden Modellen gleich. Das sind beides Kenderreifen, 27,5 x 2,1. Die Abschließbarkeit der Akkus ist bei beiden Bikes gegeben und man kann natürlich den Akku extern aufladen, so wie hier integriert, einfach Stecker rein. Die Verarbeitung der gebundenen Kabel ist bei beiden Rädern auch identisch. In der Preisklasse, glaube ich, auch normal. So, wenn wir uns jetzt mal die Geometrie anschauen, kann man vielleicht ganz gut erkennen, das untere Sattelrohr, die Strebe, die ist beim Voyager um einiges kürzer. So, wenn wir jetzt mal diese kleinen Streben messen, wir nehmen einfach mal als Fixierpunkt die Mitte der Pedalschraube und dann sind wir Ansatz Sattelrohr 42 Zentimeter. Gucken wir uns das Ganze mal beim Netuno an. So, da sind wir bei einer Höhe von knapp 49 würde ich sagen. Den größten Unterschied beider Räder finden wir in der Art des Displays. Im Voyager haben wir das KD21C verbaut, wobei hier natürlich das Highlight ist, dass man die Motorstufen selbst verwalten kann, also an seine Bedürfnisse anpassen kann. Wobei wir im Netuno das LED-Display vorfinden. Das ist das Highlight wiederum vom Netuno. Hier ist allerdings zu sagen, kann man momentan die Motorstufen nicht selbst verwalten und man kann die Motorstufen auch nur hochschalten. Das heißt, runterschalten funktioniert momentan nicht. Wir haben zwei Tasten. Das bedeutet, wenn wir die Motorstufen wechseln wollen, können wir uns nur nach oben durchschalten mit der Motortaste. Das geht relativ schnell. Also die Reaktionsgeschwindigkeit ist sehr gut. Muss man erstmal mit leben, wird aber demnächst behoben in den nächsten Wochen mit der hauseigenen Esquite App. Beim Voyager kann man natürlich noch einen Lenkervorbau installieren. In dem Fall habe ich mich für einen verstellbaren Lenkervorbau entschieden und durch das integrierte Display am Netuno ist es hier nicht möglich, den Lenkervorbau zu ändern. Der von Barfang installierte Hinterradmotor ist der G010-250D mit 35 Newtonmeter. Im Netuno finden wir den Barfang G20-250D mit 45 Newtonmeter. Wobei man hier sagen muss, ich wohne im Vorarlbergland, habe also auch die eine oder andere Steigung zu bewältigen und der Motor vom Voyager mit 35 Newtonmeter reicht in den meisten Fällen aus, klar. Je steiler der Berg, umso mehr muss ich auch mittreten, aber ist ja kein Problem. Ich möchte auch ein bisschen mittreten, also von daher ist das dann wirklich Meckern auf hohem Niveau. Im Voyager werkelt ein 450 Watt 12,5 Ampere Akku. Im Netuno finden wir ein 522 Watt 14,5 Ampere Akku wieder mit integrierten Samsung Zellen. Beim Voyager handelt es sich um die Bremsanlage von Tektro. Und zwar die Novela. Beim Netuno hat man sich für eine Tektro Aries Serie entschieden. Bei den Bremshebeln gibt es auch noch einen kleinen Unterschied. Hier sehen wir die Bremshebel vom Voyager. Schlicht und klassisch gehalten, haben auch einen guten Druckpunkt, also ich bin damit sehr zufrieden. Beim Netuno finden wir Bremshebel, wie gesagt, mit integrierter Klingel von Zoom. Fühlen sich etwas hochwertiger an.
Beim Voyager wurde eine Strong-Federgabel verbaut mit einer Lockfunktion. Beim Neptuno hat man sich wiederum für eine Zoom-Federgabel entschieden, die auch in der Härte verstellbar ist. Um das Vorderlicht einzuschalten, hat man beim Voyager noch einen Lichtschalter, ganz klassisch. Beim Neptuno ist es im Display mit integriert, da haben wir hier die Power-Taste. Wenn wir die einmal kurz drücken, geht vorne das Licht an. Ich hoffe, das kann man sehen in der Sonne. Und genauso schalten wir es auch wieder aus. Hier sehen wir kurz den Unterschied. Links das Neptuno, rechts das Voyager-Licht. Also da gefällt mir die Vorderlampe vom Voyager definitiv besser. Sieht man auch, ne? Ein weißeres Licht und etwas stärker auf jeden Fall. Beim Voyager finden wir die so oft diskutierte und sehr beliebte Hupe. Achtung, Ohren zu halten. Ist also ganz schön laut und ganz schön schrill. Darauf hat man beim Neptuno verzichtet, wie gesagt. Integrierte Klingel im Bremshebel. Hört sich ein bisschen angenehmer an, finde ich. Beim Voyager finden wir kein echtes Rücklicht vor. Es lag aber ein Reflektor dabei, ist dadurch aber nicht straßenverkehrssicher. Beim Neptuno haben wir ein echtes Rücklicht mitgeliefert, mit zwei Batterien betrieben. Somit kommt das Neptuno verkehrssicher daher. Wobei man beim Voyager eben noch ein paar Euro in die Hand nehmen muss fürs Rücklicht und für eine Klingel. So, kommen wir zu den Satteln. Den habe ich auch schon beim Voyager umgebaut. Habe hier aber noch den stylischen Originalsattel vom Voyager. Farblich schön angepasst, wer es mag. Und beim Neptuno haben sie auf die modernen Akzente verzichtet, ganz schlichten schwarzen Sattel verbaut. Ist auch noch schön gel integriert. Mal gucken, wie sich der auf langen Touren dann macht. Ja, da muss ich abwarten, ob ich den gegebenenfalls auch noch mal tausche. Die Lenkergriffe habe ich bei beiden Rädern schon getauscht, wie ihr seht. Habe hier aber noch mal die Originalen rausgeholt. Links ist der Griff vom Voyager und rechts etwas länger und anders geriffelt der Lenkergriff vom Neptuno. Das Voyager hat ja sogenannte Schutzbleche an Bord. Ich habe hier nochmal das vordere Schutzblech montiert. Das kann man aus- und einziehen. Ist eine leichte, wackelige Angelegenheit, aber fürs Erste durchaus nutzbar. Das gleiche gibt es für hinten mit dabei, aber das habe ich jetzt nicht montiert aktuell. Ja, und das Neptuno kommt ganz ohne Schutzbleche. S-Cube bietet hier ab Juni aber auch Schutzbleche und Gepäckträger für das Neptuno. So, also wie wir sehen, gibt es bei beiden Modellen gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Oder ich sage immer, Nachteile hört sich immer so negativ an, gewisse Herausforderungen. Die Goodies beim Voyager sind mit Sicherheit die selbst einzustellenden Motorstufen. Das Goodie beim Neptuno ist mit Sicherheit eben auch der stärkere Motor und die stärkere Akkukapazität. Natürlich das Display, wobei da muss S-Cube noch dran arbeiten, wie gesagt mit der hauseigenen App, dass man dann die Motorstufen auch runterschalten kann. Und ich bin gespannt und hoffe vielleicht auch, wenn man dann etwas mit der App vielleicht programmieren kann, dass man auch die Möglichkeit hat, die Motorstufen einzustellen, also individuell anzupassen wie beim Voyager. Aber das ist nur eine Mutmaßung von mir, eine Hoffnung, dass das vielleicht mit eingebaut wird. Also alles in allem, ich bin mit beiden Rädern zufrieden. Und ja, das Voyager ist aktuell, glaube ich, sogar ausverkauft. Das ist gar nicht gelistet bei S-Cube. Mal sehen, ob das mal wieder reinkommt. Ansonsten sage ich, für 200 Euro mehr gegenüber dem Voyager haben wir beim Neptuno wirklich starke Upgrades. Stärkerer Motor, höhere Akkukapazität, LED-Display, Bluetooth-fähig. Ist aktuell auch schon zu nutzen mit der App Smart Live. Da kann man zumindest auch die Motorstufen schalten, eben nach oben und nach unten, kann das Licht ein- und ausschalten, sieht die Gesamtkilometerzahl und so weiter. Aber das ist aktuell noch Spielerei. Aber wer es mal ausprobieren möchte, Smart Life, habe ich auch ein Video drüber gedreht. Die Links für iOS und Android stehen unter dem Video. So, das soll es erstmal gewesen sein mit dem Vergleich S-Cube Voyager gegen Neptuno. Ich bin, wie gesagt, mit beiden Bikes sehr zufrieden. Stärken und Schwächen hat jeder. So ist das bei den E-Bikes auch, egal welches Modell ihr euch anschaut oder welche Firma ihr euch anschaut. Das ist auch in Ordnung, so finde ich. Man muss nur für sich selbst entscheiden, okay, mit welcher Schwäche kann ich leben. Dafür habe ich eine gewisse Stärke, die ich genießen darf.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mich erreichen ja auch immer wieder E-Mails von euch. Mensch, Casey, soll ich mir das Voyager holen oder lieber doch das Wayfarer oder Mittelmotor oder doch Hinterradmotor? Da kann ich immer gar nichts zu sagen. Will ich auch gar nicht. Warum? Ich stelle Gegenfragen. Ich habe ganz, ganz viele Fragen in dem Fall dann an euch. Ja, wofür benötigt ihr das Rad? Wie wohnt ihr? Wohnt ihr ländlich? Wohnt ihr? Habt ihr nur Felder um euch rum? Wohnt ihr an der Küste, wo Flachland vorherrscht? Oder wohnt ihr in den Bergen? Das spielt alles eine ganz, ganz große Rolle. Ja, es gibt viele Faktoren. Klar, der Hauptfaktor ist das Budget, logischerweise. Dann würde ich gucken, wie sieht das mit der Landschaft aus? Habe ich viele Berge? Habe ich viele Hügel? Wohne ich auf dem flachen Land? Da ist das dann ein bisschen leichter. Und wie gesagt, wofür möchte ich das Rad nutzen? Möchte ich das zur Arbeit nutzen? Möchte ich kleinere Ausflüge machen? Reichweitentechnisch haben wir ja das Voyager vor kurzem erst getestet. Da kamen wir auf 86 Kilometer. Der Klaus hat auch den gleichen Test gemacht. Der kam etwas weiter. Ich glaube, 96 waren es, wenn ich mich nicht irre. Eskild gibt das Voyager mit 70 Kilometern an. Wie gesagt, 86, 96 haben wir geschafft. Das Netuno wird mit 100 Kilometer angegeben, Reichweite. Muss ich mal schauen, wie weit wir damit kommen, aber ich denke mal auch, dass wir da locker 10, 20 Kilometer rüberkommen. Und ja, macht eine Bedarfsanalyse für euch selbst. Wofür brauche ich das Rad? Was will ich mit dem Rad machen? Die Optik spielt natürlich auch bei dem einen oder anderen eine ganz wichtige Rolle. Das hatte ich ganz oft beim Wayfarer, weil viele diese Doppelstange so mögen. Für die anderen ist das gar nichts, ne? Ralf zum Beispiel mit seinem Wayfarer, liebe Grüße an der Stelle, ist super zufrieden mit seinem Wayfarer, der hat über 2000 Kilometer runter, hat auch einen 35 Newtonmeter Motor, wie das Voyager auch. Und ja, der hat, glaube ich, bisher, glaube ich, einmal Bremsbeläge gewechselt, Ralf, kommentiere, wenn ich mich irre, oder hattest du vor, war auf jeden Fall noch nichts dran an dem Rad. Na, und zum Beispiel Klaus oder der Björn, die fahren ja Voyager, sind zufrieden mit. Schicken mir auch immer mal Erfahrungsberichte, wie der Ralf natürlich auch und einige andere auch. Vielen Dank an dieser Stelle mal dafür, freue ich mich immer. Der Olaf hat sich jetzt gestern auch mal wieder gemeldet mit einem Erfahrungsbericht vom Voyager. Der wohnt zum Beispiel etwas hügeliger und hat dann auch beschrieben, dass er dann in Stärke, Motorstärke 5 ordentlich mal mittreten muss, um den Steinberg zu meistern. Da freue ich mich mal sehr drüber. So kann man sich austauschen mit seinen Erfahrungsberichten. Man muss auch mal Kritikpunkte ansprechen, Schwächen und Stärken von solchen Rädern. Die haben sie alle, egal von welcher Firma. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt es in die Kommentare. Ich danke für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn sich jemand, fällt mir gerade ein, noch entscheiden sollte, sich vielleicht ein Eskild E-Bike zuzulegen, wenn ihr mögt, könnt ihr mit meinem Gutscheincode CaseyRad 70 Euro sparen. Einfach im Bereich Kasse eingeben, CaseyRad, und dann werden euch nochmal 70 Euro abgezogen. Ich danke euch fürs Zusehen, wie gesagt, und bleibt alle gesund. Allzeit gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Euer Casey.